In diesem Video betrachten wir ein Verfahren aus dem Unsupervised Learning, Cluster-Verfahren. Unsupervised Learning ist bei weitem nicht so gut strukturiert wie Supervised Learning, was wir bisher betrachtet haben mit linearen Modellen und mit Klassifikation. Cluster-Verfahren haben nur Einflussgrößen, kein Y, keine beeinflusste Größe, mit der wir etwas anfangen können. Wie schon in anderen Videos verwenden wir auch hier wieder Bilder aus An Introduction to Statistical Learning with Applications in R, vor allem auch das ISLR Package. Stellt sich erstmal die Frage, was ein Clusterverfahren überhaupt ist. Was sind denn eigentlich Cluster? Das kennen Sie alle. Kunden, die dieses Buch gekauft haben, interessieren sich auch für typische Unterteilungen von Mengen, ob das jetzt Kunden sind oder andere Dinge. Als Beispiel betrachten wir jetzt hier keine Kunden oder andere Objekte, sondern einfach Punkte in der Ebene. Hier sehen Sie diese schon und diese Daten sind simuliert. Das heißt, das ist noch nicht zufällig. Generierte Punkte, die ich dann auch leicht verändert habe. Und wenn man hier jetzt lang genug drauf schaut und ich Sie frage, ob Sie hier Gruppen oder Cluster sehen, dann würde ich vermuten, ich wäre ziemlich sicher, dass Sie diese auch sehen und wir werden nachher dann auch mal dieses Beispiel nochmal betrachten. Okay, so erstmal, was ist die Aufgabenstellung, wenn ich clustere, wenn ich Clusterverfahren anwende? Wir versuchen eine vorliegende Datenmenge, eben diese Menge von Punkten, in eine homogene Gruppe von Objekten einzuteilen. Das heißt, diese Objekte in einer Gruppe sind sich sehr stark ähnlich. Könnte man jetzt in diesem Setting sagen, sie liegen eben nah beieinander. Und die Gruppen, die wir aber bilden, sind untereinander signifikant verschieden, liegen also sozusagen auseinander. Man merkt schon bei dieser Formulierung, dass uns das sehr, sehr schwer fällt, das wirklich sehr exakt zu formulieren. Diese Ähnlichkeit wird dann auch später sehr stark kontextabhängig bei Kunden. Wann sind zwar Kunden ähnlich, dann haben wir keinen euklidischen Abstand mehr wie in der Ebene. Wenn wir ganz kurz eine Notation dafür, wenn wir jetzt 40 oder allgemein n Objekte haben, dann können wir ja jedes Objekt in dieser Menge einfach mit der Indexmenge, mit seinem Index kennzeichnen. Also von 1 bis 40 oder von 1 eben bis n. Und was wir dann machen, wenn wir clustern, ist eigentlich, wir wollen eine Partition dieser Indexmenge berechnen. Und eine Partition ist eine Menge von Teilmengen, sodass, wenn wir die alle wieder vereinigen, wenn wir K-Stück davon haben, da kommen alle raus, also sozusagen wir vergessen keinen Index. Und kein Index, das ist diese zweite Zeile, ist in mehr als einer Teilmenge drin. Wir haben alle Objekte in einer Gruppe und und zwar eindeutig. Ja, es gibt kein Objekt, das nicht einer dieser Gruppen zugewiesen wurde und jedes Objekt liegt exakt in einer Gruppe. Wenn wir dann eine Zuweisung eines Objekts zu einer Gruppe haben, dann schreiben wir das später so, indem wir einfach den Index nehmen des Objekts und sagen, dieses Objekt mit Index i liegt in der Gruppe CJ, i ist aus CJ. Hier nochmal als konkretes Beispiel, wir haben 10 Objekte, 3 Cluster, das heißt wir haben 3 Indexmengen, 1, 3, 6, 7, 2, 4, 5, 8, 9, 10, das heißt das Objekt 9 ist in C3 enthalten und diese 3 Mengen zusammen ergeben als Vereinigung wieder alle Indizes von 1 bis 10 und keine Zahl kommt hier mehrfach vor. Was wir später noch brauchen bei den Verfahren ist der Begriff des Zentroids. Im englischen Sprachbereich dann einfach mit einem C statt einem Z. Wenn wir in einer Gruppe M Objekte haben, hier wären es jetzt gerade diese 4 grünen Punkte, dann ist das Zentroid der Mittelwert dieser M Objekte sozusagen, wenn wir das jetzt hier als Punkte im zweidimensionalen Raum
interpretiert einfach arithmetisches Mittel der x- und y-Koordinaten sozusagen ein Mittelpunkt. Allen Clusterverfahren, insbesondere den zwei, die wir nachher betrachten werden, ist gemeinsam, dass wir die Varianz innerhalb einer Gruppe beschreiben können, das heißt, wie diese Punkte, diese Objekte in einer Gruppe eben streuen, und wir versuchen, diese Gruppenvarianzen und die Summe aller dieser Gruppenvarianzen eben zu minimieren. Genau das versuchen Clusterverfahren durchzuführen. Kommen wir gleich zu unserem ersten Verfahren, was wir betrachten werden, K-Means Clustering. Das verläuft allgemein auf die folgende Art und Weise. Zuerst legen wir fest, wie viele Gruppen wir denn gerne hätten. Das heißt, vorhin bei dem Beispiel, wenn wir 10 Objekte haben, dann würden wir jetzt sagen k gleich 3. Ich weiß, oder ich möchte es einfach mal ansehen, was da rauskommt, wenn ich diese Gruppe in, wenn ich diese ganze Menge in 3 Gruppen einteile. Im Schritt 1, wenn wir das Skalan kennen, wird dann einfach jedes Objekt per Zufall mit einem Zufallszahlengenerator, wird für jedes Objekt ein eindeutiger Index gewürfelt, wird einer dieser K-Gruppen zugewiesen. Und im nächsten Schritt wiederholen wir diese hier blau markierten Schritte immer wieder, bis sich die Zuweisungen zu den Gruppen sich nicht mehr verändern. Für jeden der aktuellen K-Gruppen berechnen wir das Zentroid, das hatten wir ja gerade vorhin eingeführt, dieser Mittelpunkt einer Gruppe, und wir weisen jedes Objekt der Gruppe zu, deren Zentroid den kürzesten Abstand zum aktuellen Objekt hat. Eigentlich ein sehr einfacher Algorithmus, und wir können beweisen, dass K-Means Clustering ein lokales Minimum dieser Gruppenvarianzen auch konstruiert. Das Ergebnis, das werden wir nachher sehen, hängt aber extrem hier auch von dem Schritt 1 ab. Da ist ja ein Zufallszahlengenerator drin, und wenn ich da keinen Seed setze, was auch nicht immer Sinn macht, dann kommen natürlich eventuell andere lokale Minima heraus. Machen wir uns nochmal ganz schnell klar, was ein lokales und ein globales Minimum ist. Das hier ist ein lokales Minimum. In der Nähe dieses Punkts hier gibt es keinen Funktionswert, der noch kleiner ist. Das hier ist ein globales Minimum. Und ob wir das bekommen, oder wenn man jetzt hier sich vorstellt, dass es hier nochmal so ein paar Mal so läuft, kann es sein, dass ich jedes Mal in so einem anderen Tal mit dem K-Means Clustering lande. Das heißt, was man typischerweise macht, man macht mehrere Durchgänge mit dem Schritt 1, mit diesem Zufallszahlengenerator, und schaut dann einfach die Varianz über dieses Ergebnis an und nimmt dann das sozusagen mit dem kleinsten Wert. Das Bild haben wir vorhin schon gesehen. Einfach 40 Datenpunkte, auch wieder per Zufall produziert, aber sozusagen so ein bisschen auseinandergezogen eigentlich, was da passiert ist. Die waren vorher ja alle im Quadrat, und hier habe ich so eine Menge einfach sozusagen nach links oben, und hier so diese habe ich diagonal nach rechts unten gezogen. Wir sehen da eigentlich Gruppen, ich sehe da, ich weiß ja, was ich produziert habe, ich sehe eigentlich so zwei, die da sind, ja, ist mal ein bisschen schwierig, aber wenn ich hier mal so mit der Maus so durchgehe, würden sie wahrscheinlich schon akzeptieren, ja, okay, das sind eventuell zwei Gruppen. Ja, geben wir mal K gleich 2 an beim K-Means Clustering, ja, hat er auch produziert. Das Spannende waren eigentlich vor allem diese beiden Punkte. Das Ergebnis hängt natürlich davon ab, könnt ihr auch K gleich 3 eingeben. Da sehe ich hier das Ergebnis. Dann fängt der Algorithmus an, hier quasi in dieser unteren Gruppe auch nochmal hier so zu teilen. Kann man sich vorstellen. Und jetzt könnte man auch K gleich 4 machen. Dann könnte ich mal vorstellen, dass hier oben was passiert. Lass mal jetzt aber sein und betrachten uns gleich noch ein anderes Beispiel mit mehr Punkten. Auch das ist jetzt wieder ein simuliertes Ergebnis. Das Bild ist gerade aus dem ISLA-Buch. K gleich 2, hier sind einfach 100 Punkte, ähnlich produziert wie die, die wir eben gesehen hatten. Macht er hier schönes Cluster. K gleich 3, passiert was Ähnliches wie vorhin.
k gleich 4, dann sehen wir hier, dass aber auch Punkte quasi das nochmal, dass die Gruppenzugehörigkeit auch wechseln. So hier diese Grenzbereiche, die sind gerade sehr, sehr schwierig. Da oben, das hat er jedes Mal einfach brav gemacht und wo er die hinpackt, das hängt einfach davon ab, wie viele Möglichkeiten sozusagen drin sind. Für k gleich 3, das hier ist hier das Bild in der Mitte, schauen wir uns einfach mal so die einzelnen Schritte nochmal an vom K-Means-Clustering. Das sind die Daten, so liegen sie vor. Und dann haben wir im ersten Schritt, das ist hier in der Mitte, Step 1, der erste Schritt war, okay, würfel doch einfach, wir wissen, k gleich 3, ordne jetzt zufällig jeden dieser Punkte 1, 2 oder 3 zu, dann bekommen wir sowas. Und dann berechnen wir für das orangene, für das grüne und für dieses magentafarbene Cluster jeweils die Zentroide. Nachdem das hier ganz wild verteilt ist, haben wir schon einen ordentlichen Zufallszahlengenerator verwendet, sind die hier noch sehr nah beieinander. Im Schritt 2b, diesem zweiten Schritt, haben wir dann einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt mal an den Punkt und den färbe ich jetzt ab sofort so, wie das Zentroid, was ihnen am nächsten liegt, und das ist natürlich der hier. Ja? Und dann merkt man aber schon in dem Schritt, da passiert schon richtig viel. Jetzt gehen wir wieder zurück. Die Gruppenzugehörigkeit hat sich ja verändert. Jetzt machen wir hier das Zentroid, das Orangene, Magenta, Grün. Ja, jetzt merkt man schon, das ist sehr schnell auseinandergezogen worden und da passiert auch nichts mehr. Das Ergebnis ist jetzt stabil. Wir hatten schon festgehalten, das Endergebnis, dieses berechnete lokale Minimum der Streuung unserer ganzen Gruppen, hängt ja extrem hier von diesem ersten Schritt ab. Hier hatten wir ein Ergebnis. Und was wir jetzt hier sehen ist, wir haben es einfach sechsmal durchgeführt. Das heißt, jedes Mal im ersten Schritt eine andere zufällige Zuordnung. Und wir bekommen dann fürs gleiche K verschiedene Zuordnungen. Sie sind nicht immer verschieden. Hier die beiden sind gleich. Und hier oben sehen wir noch, der ist auch gleich. Hier sind sozusagen diese Varianzen geschätzt. Hier kriegen wir so 310 Punkte rein, hier mal 320. Und das da, diese 235,8, die kriegen wir auch gleich ein paar Mal. Das ist dann auch das Ergebnis, was wir verwenden. So viel zu K-Means Clustering. Relativ einfach. Können wir ein R durchführen? Könnten wir sicherlich mit etwas Programmiererfahrung auch selbst programmieren. Ein anderes Verfahren ist das Hierarchical Clustering. Bei K-Means Clustering haben wir das große Problem, wir müssen das K festlegen. Dann führen wir das ein paar Mal durch und suchen uns dann sozusagen die Lösung aus mit der geringsten Varianz. Aber was machen wir denn, wenn wir überhaupt keine Ahnung haben, wie viele Gruppen wir haben wollen, wie groß dann das K ist? Und dazu schauen wir uns ja erstmal noch eine Darstellung an einer Menge mit 9 Elementen. Hier sehen Sie, unten immer im Baum sind die Indizes. Das Ganze hier nennt man Dendrogramm. Und jetzt können wir diese Menge, dieses Dendrogramm sozusagen hier schneiden und damit würden wir diese Menge in zwei Gruppen aufteilen. Eine Gruppe mit 1, 3, 4 und 6 und die andere Gruppe mit diesen Indizes, also 2, 5, 7, 8 und 9. Wenn wir jetzt hier schneiden würden, ja, bekämen wir viel mehr Gruppen. Und wenn wir gar nicht schneiden, das wäre ja dann okay, jedes Objekt ist in einer Gruppe. Das heißt, wenn wir ein solches Dendrogramm produzieren können und das dann auch grafisch ausgeben und wir dann entscheiden können, wo schneiden wir denn, bei welchem Wert hier auf dieser Achse, können wir Cluster erzeugen und der Schnitt gibt dann an, wie viel einzelne Gruppen wir haben. Okay, schauen wir uns an, wie dieses Hierarchical Clustering, die hierarchische Clusteranalyse funktioniert. Auch hier wieder 45 Datenpunkte in drei Gruppen.
simuliert. Und jetzt können wir schlicht und ergreifend einfach mal so ein Dendrogramm anschauen und uns mal überlegen sozusagen, was passiert denn da, wenn wir schneiden. Das haben wir schon festgestellt. Wenn wir gar nicht schneiden, dann liegt einfach jedes in der Gruppe oder insgesamt sozusagen eine Gruppe für alle. Wenn wir hier schneiden, haben wir alles, was hier ist. Färben wir rot, ist eine Gruppe. Alles, was hier darunter ist, färben wir grün. Wenn wir hier schneiden, haben wir immer noch diese Gruppe, aber das, was hier vorhin grün war, wird jetzt sozusagen in zwei Gruppen aufgeteilt. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Dendrogramm, weil es auch ein bisschen übersichtlicher ist, vom Anfang. Und hier rechts sehen wir jetzt wieder Punkte, einfach diesmal nicht durch Kreise durch, dargestellt, sondern direkt durch die Indizes. Dadurch haben wir die Punkte dargestellt. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie solche hierarchische Clusterverfahren funktionieren. Wir haben wieder n verschiedene Objekte, zum Beispiel diese 9 Punkte von eben, und eine Funktion, die alle paarweisen Abständen zwischen diesen Objekten Werte zuweisen können. Diese Funktion müssen wir implementieren können oder wir müssen diese Abstände irgendwo abspeichern können und abrufen können. Schritt 1 ist dann so, dass wir sagen, jedes Objekt stellt eine Gruppe dar. Also wir haben genauso viele Gruppen, wie wir Objekte haben. Merken uns das. Wir haben hier so ein Zähler-Variable, so ein i. Und jetzt untersuchen wir paarweise die Abstände zwischen diesen i-Gruppen und suchen das Paar von Gruppen raus, das den kleinsten Abstand hat. Und diese beiden Gruppen vereinigen wir zu einer größeren Gruppe. Diese Ähnlichkeit, die wir dann da haben, die wir bestimmt haben, das ist gerade die Höhe im Dendrogramm, an der wir diese Vereinigung hinzufügen. Das heißt, wir bauen dieses Dendrogramm quasi von unten nach oben auf. Wir zählen einfach das i1 nach unten im Schritt 3, berechnen wieder alle paarweisen Abstände zwischen den Gruppen von 1 bis i-1, gehen wieder zum Schritt 1, vereinigen wieder etwas und wir hören dann auf, wenn wir sozusagen ganz oben im Dendrogramm an der Wurzel angekommen sind, wenn i gleich 1 ist. Hört sich gut an. Das große Problem ist, wie bitte funktioniert denn die Bestimmung des Abstandes der Ähnlichkeit zwischen zwei Gruppen? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das machen wir uns jetzt einfach hier mal mit diesen zwei Gruppen klar. Vier grüne für gelbe Punkte. Und es gibt in der Literatur die folgenden vier Möglichkeiten. Einmal maximale Paarähnlichkeit. Wahrscheinlich finden wir sehr, sehr viel häufiger den Begriff Complete Linkage. Das heißt, wenn jemand hierarchische Clusteranalyse mit maximaler Paarähnlichkeit durchführt, dann wird da im Schritt 2 genau das hier gemacht. Wir bestimmen paarweise alle Abstände zwischen den grünen Punkten und den gelben Punkten. Das sind 16 Berechnungen. Und nehme dann als Abstand zwischen den Gruppen das Maximum dieser Zahlen. Das ist, wenn das jetzt euklidischer Abstand ist, wäre das dann genau der Abstand zwischen diesen beiden roten Punkten. Also wir nehmen sozusagen den maximalen Abstand. Sehr ähnlich. Single Linkage, minimale Paarähnlichkeit. Wir berechnen wieder paarweise alle Abstände, aber diesmal nehmen wir das Minimum der Ähnlichkeiten als Ähnlichkeit oder Abstand der Gruppe. Average Linkage, die mittlere Paarähnlichkeit, habe ich jetzt hier nur für angedeutet. Wir berechnen wieder alle paarweisen Ähnlichkeiten zwischen den Objekten aus A und B. A ist jetzt grün, B ist jetzt gerade gelb. Und als Abstand zwischen diesen beiden Gruppen verwenden wir das arithmetische Mittel der Ähnlichkeiten. Das heißt wieder 16 Zahlen. Hier habe ich jetzt mal 4 angedeutet. 16 Zahlen, addieren die auf, teilen sie durch 16. Und das ist dann der Abstand. Da gehen dann hier die Punkte natürlich viel gleichberechtigter ein, wie nur die Maxima oder die Minima. Und die vierte Methode ist quasi Ähnlichkeit zwischen Zentroiden, Centroid Linkage.
Wir bestimmen die Zentroide dieser beiden Gruppen. Hier sehen wir sie gerade. Das sind jetzt diese roten. Und berechnen die Ähnlichkeit da dazwischen. Und nehmen das als Abstand der Gruppe. In der Praxis werden sehr häufig Complete Linkage und Average Linkage betrachtet. Das heißt, hier das hier, das arithmetische Mittel. Vorteil ist hier, alle sind mehr oder weniger gleichberechtigt. Sie haben nicht extrem weit auseinanderliegende Objekte, die ihnen sozusagen den Abstand kaputt machen können. Complete Linkage macht das genau, das ist eigentlich daneben, neben Average Linkage, aber das Verfahren, was man sehr häufig macht. Es gibt Projekte, zum Beispiel im Genomprojekt, da nimmt man zum Beispiel auch Centroid Linkage. Da merken wir schon, wie vorhin musste man K sozusagen vorher auswählen oder mussten Tests machen, mussten Experimente machen und jetzt müssen sie einfach Experimente machen und hier diese Linkage-Methoden sozusagen durchprobieren. Jetzt schauen wir uns mal den Verlauf von so einem Complete Linkage, das ist genau dieser Abstand, mal an unserem Beispiel mit unseren 10 Punkten an. Das heißt, hier oben sehen wir nochmal die Lage dieser Punkte und wenn Sie an das Dendrogramm von vorhin denken, da war die 9, die hing ja so ganz komisch im Dendrogramm, die liegt auch hier. So etwas seltsam. Okay, wir fangen so mit Hierarchical Clustering. Alles ist in einer Gruppe. Dann rechnen wir jetzt paarweise Abstände aus. Die beiden hier liegen sozusagen am nächsten. Das heißt, jetzt haben wir hier eine Gruppe mit den Indizes 5 und 7. Alle anderen sind sozusagen noch einzelne Gruppen. Dann die nächsten Kandidaten ist hier 6 und 1. Jetzt haben wir die Gruppe und alle anderen sind jeweils eine Gruppe. Dann kommt die 8 sozusagen hier dazu. Und so machen wir das jetzt immer weiter, bis wir dann sozusagen im Dendrogramm oben angelangt sind. Und da kommt genau das hier raus. Dieses Dendrogramm ist das Ergebnis eines hierarchischen Clusterverfahrens mit Complete Linkage. Mit diesen Daten würde es jetzt etwas komplizierter werden, den Verlauf sich nochmal anzuschauen. Jetzt könnte man ja vermuten, also wichtig ist ja vielleicht diese Auswahl der Linkage-Verfahren gar nicht. Da wird ja wohl ungefähr immer das Gleiche rauskommen. Weit gefehlt. Das sind jetzt diese 45 Punkte und links sehen Sie das Dendrogramm für Average Linkage, in der Mitte Complete und rechts Single Linkage. Das ist schon verschieden und jetzt stellt sich die Frage, ja, wie schneiden wir denn hier überhaupt? Vorteil dieser Methode für diese paarweisen Abstände, das kann natürlich schwierig werden, je nach Anwendung, wenn das eben keine Punkte in der Ebene sind oder im Raum wie eben hier. Das heißt, wenn wir nicht euklidischen Abstand betrachten können, sondern eine andere Ähnlichkeitsfunktion. Genauso wie, wenn wir jetzt mal an Information Retrieval, Text Retrieval denken, wann sind zwei Texte ähnlich, Musik Retrieval, wann sind zwei Audio-Files oder MIDI-Files ähnlich. Es gibt aber in den jeweiligen Anwendungsgebieten dann auch immer solche Similarity Measures, solche Ähnlichkeitsmaße. Wenn wir diese Funktion haben oder wenn wir die Daten, die wir da brauchen, abgespeichert haben, dann können wir diese hierarchischen Clusterverfahren generisch programmieren. Das ist der große Vorteil, wenn man jetzt mal an die Implementierung denkt. Wenn die Abstände da sind, läuft eigentlich alles gleich. Und wir müssen dann am Ende natürlich die Dendrogramme interpretieren.